Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder jede Menge Schnipsel für euch, das heißt viele kurze Anrufe, die nicht für ein eigenes Video gereicht haben. Allerdings bieten sie trotzdem ziemlich lehrreichen Wert und definitiv auch Unterhaltung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen kurzen Telefonaten. Hallo? Ja, hallo? Ja, hören Sie mich jetzt, Bad Manach. Was denn? Können Sie mich hören? Spreche ich gerne mit Herrn Patmanach. Ja, was denn? Ja, schön Sie zu erreichen erstmal. Was haben Sie, schlechte Laune heute oder was? Haben Sie ein Problem? Ja, ist ein Problem. Ich schaue hier in mein System hier Daten. Ja, und ist was wollen Sie jetzt hier mit mir? Ey, langsam. Ich habe Ihnen gesagt, haben Sie schlechte Laune heute oder was? Und was geht Sie das an? Sind Sie bescheuert oder was? Ja, also bei so einem stumpfen, dummen Anruf, da weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Die ruft mich an und fragt, ob ich schlechte Laune habe. Was hat denn die für ein Problem? Ich meine, was geht denn die das erstmal überhaupt an, wenn die bei mir anruft? Und selbst wenn ich schlechte Laune habe, dann, ist das letztendlich immer noch nicht ihre Aufgabe, das Ganze hier irgendwie zu klären. Ihre Aufgabe ist ja dem Anschein nach, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber das hat sie dem Anschein nach auch nicht hinbekommen. Naja, Gott sei Dank. Ich denke mal, so können wir auf jeden Fall schon mal ein paar ausselektieren, die davon betrogen werden. Von so einer komischen Masche. Ich vermute mal ganz stark, dass es also vom Akzent her, dass das hier wieder so eine Trading-Abzocke gewesen sein muss. Hallo, guten Tag, Herr Claudius. Das ist Lena Schmidt. Ich rufe Sie an von Influx-Finanzfirma auf Qualitätsabteilung. Herr Claudius, ich habe schon gesehen, Sie haben sich registriert in unser Unternehmen. Wann denn? Es ist ein Handelsunternehmen, ja? Ja, und wann habe ich das gemacht? Nach einer Werbung, Sie haben sich registriert in unser Unternehmen. Ja, aber das ist ja jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Zum dritten Mal. Was ist Ihre Frage? Ja, wann? Nach einer Werbung, Sie haben so gemacht. Ja, das ist ja nicht wann. Wann bedeutet Datum und Uhrzeit? Es ist ungefähr 2 Monate bevor. Aha. Aber Sie wissen schon, dass da in der Zwischenzeit 10 Millionen andere Betrüger angerufen haben. Herr Claudius, respektieren Sie. Was meinen Sie Betrug? Naja, seitdem ich mich da in der Werbung angemeldet habe, haben hier, weiß ich nicht, mehrere hundert Betrüger angerufen. Nein, es ist nicht richtig, Herr Doch. Claudius. Es ist Ihre Stelle und Sie haben keinen Zugriff darauf, ja? Ja, aber warum rufen denn die ganze Zeit Betrüger an? Ich rufe Sie an, damit wir zusammen diese Stelle aktivieren können, ja? Ja, aber ich will ja gar nichts aktivieren. Und danach, Sie werden Ihre Stelle bekommen, Sie werden eine Login und Passwort bekommen und Sie können anfangen, ja, als Anfänger. Und wozu brauche ich das? Wie bitte? Und wozu brauche ich das, wenn ich da sowieso nichts einzahle? Jetzt, Sie müssen einzahlen, 50 Euro auf Ihre Stelle und danach, es wird automatisch verified sein, so, und Sie können Ihre Passwort und Login bekommen, ja? Ja, mache ich aber nicht. Warum? Ja, weil habe ich doch jetzt erklärt, weil hier mehrere tausend Betrüger anrufen am laufenden Band. Da zahle ich doch bei euch nichts ein. Es ist nicht Betrug, Herr Claudius. Ja, und warum rufen die ganze Zeit Betrüger an? Herr Claudius, Sie haben selbst nicht kritisiert und deshalb, Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen, ja? Ja, das ist ja richtig. Machen ja nur Betrüger so, richtig. Ja, wir machen so, ja? Und Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen. Ja, aber ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass ich das nicht will. Herr Claudius, Sie haben jetzt nicht registriert. Ach so, also machen Sie sich dann quasi freiwillig strafbar und geben es sogar noch direkt zu. Sie werden immer wieder diesen Anruf von verschiedenen Unternehmen bekommen, ja? Also, wenn Sie möchten immer wieder diesen Anruf bekommen, machen Sie. Aber wenn Sie möchten nicht bekommen, diesen Anruf, Sie müssen am 1. Ihre Stelle befreien und aktivieren machen und danach, es wird verified sein und Sie werden keinen Anruf bekommen. Aber also mal davon abgesehen, dass das Blödsinn ist, wenn ich bei Ihnen Geld einzahle, dass dann keiner mehr anruft, weil davon wissen ja die anderen nichts und rufen trotzdem an. Das ist Erpressung, was Sie da gerade gesagt haben, ne? Wenn ich da Geld einzahle, dass die Anrufe aufhören. Und dann ist es ja noch sogar zusätzlich Betrug, weil es stimmt ja nicht. Also machen Sie sich gerade mit Ihren eigenen Aussagen gerade selbst strafbar, oder wie? Herr Claudius, Sie müssen respektieren, wenn jemand das anrufen Sie an, ja? Und ja, aber ich habe Ihnen noch gesagt, ich will das nicht.
jetzt Sie beleidigen mir, ja? Also, nö. Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen, Herr Klaus. Ah ja, also sind Sie Betrügerin. Ja, ja, weil Sie eine Betrügerin sind. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag noch. Das wünsche ich Ihnen nicht. Also, ich glaube, das war, also, da, hä, was will man dazu noch sagen? Die will mich hier wirklich am Telefon erpressen. Wenn ich die Einzahlung mache, dann hören die Anrufe auf und wenn nicht, dann klingelt mein Telefon weiter. Das grenzt ja wirklich schon noch zusätzlich an sämtliche weitere Straftaten. Und da machen die sich überhaupt nichts draus. Dem Anschein nach finden die das ganz normal und arbeiten nur so. Also das ist schon ziemlich krass. Und vor allem frage ich mich, was für eine freie Stelle? Eine freie Stelle als Anfänger, hat sie mir ja erklärt. Ja, was denn für einen Anfänger? Als Anfängerbetrugsopfer oder was? Und jeder normale Mensch, wenn man da erzählt, man will damit nichts zu tun haben, die sollen damit aufhören, ja, dann beendet man doch das Gespräch und dann war's das. Aber die diskutiert und droht mir noch weitere Anrufe an. Das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer hier. Hallo? Mhm. Hallo, guten Tag, Herr Sebastian. Es ist Lena Schmidt. Ich rufe Sie von Influxfinanzfirma aus Qualitätsabteilung. Herr Sebastian, haben Sie Erfahrung im Online-Trading oder nein? Ja. Ja? Also, erklären Sie mir über Ihre Erfahrung. Was soll ich Ihnen da erklären? Was möchten Sie denn wissen? Wo kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Herr Sebastian, Sie möchten immer wieder diesen Anruf bekommen? Was? Sie möchten immer wieder diesen Anruf bekommen, Herr Sebastian. Ja, soll ich Ihnen weiterhelfen bei irgendwas oder wie? Herr Sebastian, wissen Sie, warum ich rufe Sie an? Weil ja. Sie haben das nicht registriert in unser Unternehmen und nee. Deshalb ich rufe Sie an. Nee, das ist ja falsch. Es ist richtig. Nee. Sie haben keinen Zugriff darauf, deshalb ich rufe Sie an, Herr Sebastian, es ist noch nicht aktiv. Ja, aber Sie rufen doch an, weil Sie von mir 250 Euro klauen wollen. Jetzt, ich rufe Sie an, damit ich verstehe, welche ist besser für Sie. Ja, Sie werden entscheiden, mit welchem Preis möchten Sie anfangen, ja? Ja, na, Sie wollen ja so 250, 500 oder 1000 Euro haben. Wie die anderen Betrüger. Herr Sebastian, Sie müssen respektieren, jemand, das rufen Sie an, ja? Ja. Es ist sehr schlecht für Sie. Ist sehr schlecht für mich, trotzdem, ja? Trotzdem, Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen, Herr Sebastian, ja? Ist ja? Doch gut. Ist doch schön. Ja, es ist sehr gut. Wir werden so machen. Ja, dann kann ich noch mehr Leute deren Zeit schönen klauen. Schönen guten Nacht noch. Ja, wünsche dir auch eine schöne gute Nacht. Also, ich glaube, das war die gleiche Tante wie von vorher, zumindest definitiv dem Anschein nach das gleiche Callcenter, die einen damit erpressen wollen, dass man weiter Anrufe bekommt, wenn man das Geld nicht einzahlt. Ja, also, ich weiß nicht, wie man das jetzt hier noch in Worte fassen soll, aber krimineller geht's ja, glaube ich, schon bald gar nicht mehr. Die erpressen einen ernsthaft damit, dass die Anrufe nicht aufhören, wenn man da kein Geld einzahlt. Interessant. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Max. Sie haben gerade bei uns ein Handelskonto gemacht. Ja, das ist möglich. Okay, und für das ich wollte weiterhelfen zu aktivieren. Okay. Menü? Ja? Oh, ist nü. Sagst du ja auch nicht. Sagst du ja auch nicht. Ist los. Wer wird mir denn jetzt helfen? Hallo? Hallo? Ich dachte, Sie wollen helfen, jetzt sagen Sie ja nicht mehr, wozu rufen Sie ihn überhaupt an? Hallo? Sag mal, bist du deppert oder was? Hey, Fritzwiebe? Sag mal was? Was ist los mit dich? Hallo? Sag keiner mehr dran? Nur du leckst du fett. Ich pack mal das Telefon an die Seite, vielleicht hast du ja noch Lust zu erzählen. Nee, hat er dann nicht mehr. Aber
Schon Wahnsinn. Der ruft an, will irgendwas von mir haben oder wissen oder was auch immer. Ich meine, wir können uns denken, es wird wieder einer von den komischen Trading-Betrügern gewesen sein. Ja, dann erzählt er einfach nichts mehr. Naja, weiß ich nicht. Womit der schon wieder von Anfang an überfordert war. Aber was will man eigentlich erwarten von solchen Leuten? Herr Teleran, mein Name ist Corinna. Ich melde mich wegen Ihrer Registrierung. Ja, ich bin bei euch angemeldet, habe ich auf der Webseite, ja. Okay. Ja, ich habe mich auf Lautsprecher gestellt. Ja, habe ich gemacht. Ja, ich höre mich also zweimal und so kann ich mich nicht konzentrieren, mit Ihnen zu sprechen. Warum sprechen Sie nicht normal am Telefon? Was sprichst du normal? Okay. Ihre Stimme hört sich nicht als deutsche Bürger, eigentlich ein Schweizer Bürger oder Österreich. Aus welchem Land kommen Sie? Aus dem Osten. Okay, alles Gute, auf Wiederhören. Ich glaube, Sie wollen Spaß mit mir haben und ich habe keine Zeit. Nee, ich habe nicht gedacht, dass ich mir zu einer Prostituierte ans Telefon hole. Okay, Voldemort 99.sebastian@outlook.com. Was für eine E-Mail-Adresse ist das? Das ist meine E-Mail-Adresse. Okay, kein Problem, Sie werden vielleicht noch weiter bestimmt Anzeige bekommen, weil Sie andere Namen benutzen, ja. Ihre E-Mail-Adresse. Nee, das ist ja legal. In der E-Mail-Adresse darf ich reinschreiben, was ich will. Ich hab da mal eine Frage. Stell dir vor, stell dir vor, weil du mir immer ins Wort fällst, du laberst ja immer dazwischen, wenn ich irgendwas. Also manchmal zweifle ich wirklich an mir selbst, was hier so für Telefongespräche reinkommen. Erstmal hat die mir überhaupt gar nicht ihren vollen Namen gesagt, sondern nur ihren Vornamen. Und dazu kommt noch, dass sie mich anzeigen möchte, weil meine E-Mail-Adresse anders lautet als mein eigentlicher Name. Und das sei ja verboten, dass man eine E-Mail-Adresse erstellt mit einem anderen Namen, als man eigentlich hat. Kann da noch jemand folgen? Also, ich weiß nicht, wo die herkommt. Und, ach ja, das Beste war ja noch, dass die nette Tante mich als allererstes fragt, aus welchem Land ich komme. Mhm. Also, ich denke mal, da sie in Deutschland angerufen hat, wird sie die Frage schon erübrigt haben. Höchstwahrscheinlich aus Deutschland. Und, naja, mit Akzente können sie wohl nicht so umgehen. Ich habe keine Ahnung, was die sich gedacht hat und was die ihr Hintergrund war. Ich meine, sicher sind wir uns, dass das hier sicherlich wieder eine Trading-Abzocke war, aber ja, so läuft's dann halt am Telefon, ne? Also, weiß ich nicht, wie die Geld machen können, wenn die von Anfang an mit ihren Kunden schon streiten, ohne Sinn und ohne Grund. Ja? Ja, Herr Gerold, ich bin Ihre Kontobetreuerin von Finanzmarkt. Sie haben sich angemeldet hier im Onlinehandel. Aha. Und da rufen Sie Sonntag an. Hallo, können Sie sprechen etwas lauter? Ich höre Sie nicht. Ja, da rufen Sie sonntags an, oder wie? Ja, aber wenn es wäre Montag, könnten wir das machen. Ich denke, keine nur 4 Minuten. Aha. Ich kann das sogar selber machen, diese Aktivierung. Aha. Warum müssen Sie das machen? Bitte? Warum müssen Sie das machen? Weil Sie haben keine Zeit deshalb, aber wenn Sie es selber machen, ich kann das, Sie können das selber machen. Das war jetzt die Antwort, oder wie? Bitte? Das war jetzt eine Antwort, oder wie? Also, Sie haben sich angemeldet und jetzt möchte ich Ihnen einfach helfen, Ihr Konto erfolgreich zu aktivieren, okay? Mhm. Okay, dann sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Womit jetzt genau? Bitte? Womit jetzt genau? Haben Sie keine Erfahrung in diesem Bereich, ja? Na, womit denn jetzt genau? Mit Handel, mit Kryptowährungen zum Beispiel. Ach so, nee, mit Krypto nicht, nee. Okay, und überhaupt, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Kredite, mit Karte oder andere Methode? Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also, es geht um eine Investition zu Ihrem Handelskonto. Ja, weil Sie haben Interesse, wir können machen diese Investition, danach können Sie Handel machen bei uns. Aber da stand doch kostenlos.
Nee, nicht kostenlos. So sollen Sie investieren, Minimum ist 250. Danach können wir geben, diese Chance mit Demokonto zu machen. Aber warum stand denn da kostenlos? Nee, so sollen Sie investieren. Vielleicht das ist unsere Werbung, einfach machen wir so, damit unsere Kunden begeistert sind. Ach so, und hinterher lügen Sie denn und dann ist es doch nicht so. Ach so. Bitte? Ja, dann ist ja die Werbung gelogen. Aha, und haben Sie Interesse hier so da? Klingt nach Betrug. Bitte? Okay, haben Sie Interesse oder nicht? Hören Sie nicht? Ja, ich höre Sie. Aha, dann sagen Sie mir bitte, können wir jetzt aktivieren Ihr Konto, oder? Weiß ich nicht so richtig. Unser Minimalbetrag ist 250. Haben Sie dieses Geld in Ihrem Konto, oder? Ja, natürlich. Dann können wir das machen. Haben Sie Kreditdebitkarte? Also Sie fahren ja ganz schön auf das Geld ab, ne? Also, möchten Sie machen diese Investition oder nicht? Sie können einfach kurz antworten. Na, ich lass mich nicht betrügen. Ach, okay, wieder hier. Betrüger? Sie sind Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Sie sind Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Sie sind. Nein, Sie sind Betrüger. Okay, Sie sind. Nein, Sie sind Betrüger. Nein. Doch. Sie sind Betrüger. Doch. Sie betrügen die Leute. Nee, Sie sind Betrüger. Also hier hatten wir auf jeden Fall wieder eine nette Betrügerin, die richtig schön in, in Streitlaune war. Also grundsätzlich war das hier schon wieder absolut irre. Die fragt von Anfang an erstmal gleich nach den Kreditkartendaten, so wie man sich das natürlich bei einer normalen, sinnvollen Beratung vorstellt. Und grundsätzlich, ich verstehe es nicht, dass die jedes Mal da mit ihrem komischen Gedöns ankommen, mit irgendwelchen Kontoaktivierungen. Also nach meinem Verständnis, wenn ich ein Konto eröffne, dann ist es aktiv. Ob ich da jetzt Geld drauf habe oder nicht, das Ding ist aktiv. Wenn ihr bei einer Bank irgendwo ein Konto eröffnet, ist das auch aktiv und kann sofort benutzt werden. Egal, ob da jetzt schon was drauf ist oder nicht. Oh Mann, also das soll mal irgendeiner noch verstehen. Und vor allem die Streitlaune, die jedes Mal noch an den Tag legen, ne? Ich meine, anstatt vielleicht irgendwie mal zu begründen, warum sie kein Betrüger sind, denn erzählt sich auch noch selbst, dass in der Werbung gelogen wird. Absolut krass. Also wer soll denn da noch Geld einzahlen wollen? Und dann jedes Mal diese Frage, ob man da noch was einzahlt, obwohl man ja eigentlich schon alle Antworten gegeben hat, auch wenn sie nicht die Antworten waren, die sie sich erhofft haben. Aber das liegt halt einfach wieder an den Sprachkenntnissen, dass sie überhaupt nicht wissen, was man da gemeint hat. Hallo, guten Tag. Johann Capelli ist am Apparat. Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ich möchte mit Frau Claudia Gabelbieger sprechen. Nee, sind Sie bescheuert oder was? Herr Claudia Gabelbieger. Diese Telefonnummer ist Claudia Gabelbieger auf der Plattform registriert. Ja, richtig, bin ich. Okay. Herr Gabelbieger, Sie haben Interesse, mit Kryptowährungen online zu handeln, richtig? Ja. Da steht, dass Sie haben keine Erfahrung, richtig? Nein. Okay. Ich bin Ihr Privatkontoberater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben, womit Sie werden besser informiert auf die Finanzbörse. Aha. Okay? Aha. Okay. Sagen Sie bitte mir, haben Sie gewünschte Kryptowährung oder Aktien, womit Sie Handelskurs wollen? Nee. Aber nicht. Okay, also natürlich von unserer Seite, Sie bekommen Empfehlungen, was Sie werden selbst entscheiden. Aha. Womit Sie wollen handeln. Aha. Okay, sagen Sie bitte mir, mit welcher Summe wollen Sie einsteigen? 10 Millionen Euro. Okay. Deswegen sind Sie Anfänger, Sie können nicht mit solcher Summe einsteigen. Warum nicht? Sagen Sie, muss der nächste Schritt mit unserer Firma mit weniger Geld machen. Ja, dann ist Ihre Firma die falsche. Denken Sie, es ist so? Ja. Ich denke, Sie sind falsche Person. Ganz einfach. Ja, nee, die Firma ist falsch. Okay, ja. Das ist unseriös. Keine gute Firma. Seite, wenn Sie machen. Okay, warum? Ja, weil man nicht genug Geld einzahlen kann. Was soll ich denn damit? Also, okay, wollt sofort mit 10 Millionen einsteigen? Ja. Kein Problem, machen wir Folgendes. Sagen Sie bitte mir, mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie das machen? Ausschließlich mit Kreditkarten. Die habe ich geklaut. Mit Kreditkarte, Sie wollen 10 Millionen investieren? Ja.
Ich kann Ihnen ganz Bescheid sagen, dass Sie eine unseriöse Person. Deswegen bin ich endlich gerade so große Summe und wir wissen, es kommt nie. Warum nicht? Geht das mit Ihrer nicht? Mit meiner geht das schon. Also nein. Ja, dann haben Sie eine komische Kreditkarte. Okay, also meine Kreditkarte ist komisch und nicht Ihre. Das kann sein, dass Sie sich vielleicht nicht so richtig auskennen, aber dann rufen Sie von einem unseriösen Unternehmen an, was sich nicht so richtig auskennt mit dem ganzen Kram. Okay, also Sie kennen sich halt einfach nicht so richtig aus damit. Ich werde unsere Besprechung. Sind Sie ein Betrüger? Sie sind unseriöse Person. Nein, also Sie sind ein Betrüger. Nein, Sie betrügen die Leute. Unser Gespräch ist aufgenommen. Ja, und damit genau, richtig. Und wird auf YouTube gestellt. Schreibe. Ganz genau. Ja, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Unseriöse Person. Ja, unseriöser Betrüger. Ja, also, was will man da eigentlich noch großartig zu sagen? Tja. Sicherlich kann es sein, dass man mit einer Kreditkarte keine 10 Millionen Euro abbuchen kann. Weiß ich nicht. Also kenne ich mich jetzt natürlich nicht mit aus. Grundsätzlich kann ich mir aber vorstellen, dass wenn man eine bestimmte Kreditkarte hat und das Volumen hochsetzt, dass es vielleicht irgendwie geht. Ach, keine Ahnung. Ich meine, es gibt doch sicherlich keine Leute, die mit einmal 10 Millionen Euro bezahlen. Wobei doch, wenn man so eine Luxusvilla oder sowas kauft, kann ich mir das schon vorstellen, dass das irgendwie, na gut, aber dann nimmt man, glaube ich, keine Kreditkarten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier wieder einen sehr, sehr netten Betrüger dran gehabt, den wir gleich von Anfang an sehr aggressiv behandelt haben. So sollte der Anruf auch verlaufen. Aber letztendlich, ja, er musste ja seinen unseriösen Kunden da noch irgendwo reindrücken. Ich frage mich immer, wie die auf unseriös kommen. Wahrscheinlich haben sie das Wort von den Kunden selbst gehört und versuchen das einfach nur auf die Kunden zu projizieren, weil sie denken, die können damit am meisten Schaden und Ärger anrichten. Aber im Grunde genommen interessiert es uns ja einfach nicht. Ich spiele hier einfach jedes Mal einen neuen Charakter mit irgendwelchen neuen Launen und naja. Das, was die mir letztendlich an den Kopf werfen, ist ja völlig Bums. Hallo? Ja. Guten Tag, ich spreche mit Herr Lazenbengel. Ja. Hallo Herr Lazenbengel, mein Name ist Austin und ich rufe Sie aus Stuttgart, Sie sind mit dem Bitcoin-System. Wie geht es Ihnen heute? Ja, jetzt nicht, aber mich beim Frühstücken. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben ein Investitionskonto bei uns eröffnet und Sie möchten unser automatisches System zu benutzen, ja? Ja, aber Sie wissen schon, dass Sonntag ist, ne? Ja, der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil ich sehe, dass Sie nicht gemacht haben, die Konto selbst zu aktivieren und ich rufe Sie an, so Sie können Ihnen mit dem Filter zu helfen. Aha. Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Konto zu helfen. Ja? So, Herr Lazenbengel, haben Sie Erfahrung im Onlinehandel oder das ist Ihr erste Mal? Also, Moment, habe ich den Mund voll. Okay, und haben Sie eine spezielle Stelle oder wollten Sie es nur einfach ausprobieren? Ja, ich kann es professionell. Wie bitte? Professionell. Okay, und sprechen Sie eine andere Sprache? Nö, und du? Was? You speak English? Nö, wieso? Wo ist das Problem? Can we try to continue in English? And if you don't understand something, I will translate for you. Hast du eine Macke oder was? Ja, also was der jetzt für einen Lattenschuss hatte, ist mir absolut unbegreiflich. Wir reden auf Deutsch und auf einmal ändert er die Sprache auf Englisch. Ich weiß nicht, ob er da einfach nur wieder Lust auf Ärgern hatte und das einer von diesen absolut komischen Typen war, aber letztendlich, die rufen auf einen Sonntagmorgen an. Das muss man sich mal überlegen, auf einen Sonntagmorgen. Welche Bank arbeitet auf einen Sonntagmorgen? Also überhaupt keine seriöse Bank. Ich meine gut, sofern Banken alle seriös sind, ne? Aber letztendlich, was soll denn das? Man wird da morgens belästigt und dann lutschen die einen da auch noch voll. Tja. Absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen. Wenn ja, denkt gerne an den Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn was Neues auf dem Kanal rauskommt. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr euch die Zeit bis zum nächsten Video gerne vertreiben. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.